Nicht nur Putin hatte heute was zu sagen, was sonst noch in Russland passierte. Russland verfügt über eine große Anzahl von Medien, die in ihrer politischen oder gesellschaftlichen Ausrichtung genauso vielgestaltig sind. Kaliningrad Domizil analysiert täglich 40 föderale und 20 regionale Informationsquellen. Einige interessante Informationen habe ich für Sie zusammengestellt. Dmitri Rogozin, der allgewaltige Chef von Roskosmos, der russischen Raumfahrtagentur, hatte bereits vor ein paar Tagen informiert, dass Russland die internationale Raumstation im Jahre 2025 aufgeben werde. Man habe kein Interesse daran, sie sei veraltet. Er ergänzte, dass man bereits an einer eigenen, neuen Station baue und darauf hoffe, diese bis 2025 im Weltraum stationieren zu können. Das neue Projekt zeigt sich kostenneutral, sagt Rogozin, denn der finanzielle Aufwand für die jetzige Station ist genauso hoch wie die Kosten für die neue. Angesprochen, was denn mit dem russischen Teil der internationalen Raumstation werden soll, meinte Rogozin, dass die Amerikaner den Teil haben können, wenn sie ihn denn wollen. Wenn niemand den Teil haben will, ist Russland bereit, diesen Teil auch weiterhin zu pflegen und als Teil der Station zu erhalten. Allerdings wird man dafür kein eigenes Geld mehr einsetzen, sondern die Nutzer der alten Station haben dafür zu zahlen. Das russische Außenministerium hat heute den stellvertretenden US-Botschafter einbestellt. Der US-Botschafter selber wurde ja vor einigen Tagen gebeten, in die USA zu Konsultationen zu reisen. Noch ist er wohl bei sich zu Hause und packt Koffer. Ursprünglich wollte er der russischen Aufforderung nicht nachkommen und verkündete dies auch lautstark, um wenige Stunden später doch seine Ausreise für diese Woche zu verkünden. Nun wurde bekannt, dass der Sekretär des russischen Sicherheitsrates Patruschew irgendwohin in die USA angerufen hatte und daraufhin der Botschafter von seinem Arbeitgeber aufgefordert wurde, die Koffer zu packen und doch auszureisen. Der stellvertretende US-Botschafter bekam bei seinem kurzen, 15-minütigen Gespräch im russischen Außenministerium die Namen von 10 amerikanischen Diplomaten übergeben, die zu unerwünschten Personen erklärt worden sind. Sie haben das Land zu verlassen. Russland zeigte sich dabei großzügig und setzte das Ausreisedatum zum 21. Mai fest. Ausreichend Zeit, den Umzug vernünftig durchzuführen. Weiterhin wurde ihm mitgeteilt, dass Russland gegenwärtig an gesetzlichen Bestimmungen arbeite, um sicherzustellen, dass die USA keinerlei Ortskräfte oder Bürger von Drittstaaten in ihren diplomatischen Vertretungen in Russland mehr beschäftigen dürfen. Russland erarbeitet gegenwärtig weitere Sanktionen gegen die USA, die in Kürze den noch verbleibenden US-Diplomaten in Russland mitgeteilt werden. Wie bereits informiert, hat Tschechien 18 russische Diplomaten ausgewiesen, woraufhin Russland 20 tschechische Diplomaten des Landes verwiesen hat, wodurch die Botschaft ihre Arbeitsfähigkeit verloren hat, da nur noch 5 Diplomaten dort vertreten sind. Nun hat Tschechien Russland ein Ultimatum gestellt und gefordert, dass Russland die Ausweisung der Diplomaten annulliert. Russland hat das Ultimatum bis 12 Uhr des 22. April zu erfüllen. Sollte Russland das Ultimatum nicht erfüllen, wird Tschechien weitere russische Diplomaten ausweisen. Logisch, dass danach Russland wiederum antwortet. Somit wäre es für beide Seiten vernünftiger, sofort die diplomatischen Beziehungen abzubrechen. Man hat sich sowieso nicht mehr viel zu sagen. In den späten Abendstunden des 21. April kommentierte Maria Sacharowa das tschechische Ultimatum und empfahl, den ultimativen Ton doch besser im Kreise der NATO-Freunde anzuwenden. Mit Russland spricht man in einem anderen Ton. Russland werde am 22. April mit dem tschechischen Botschafter die Gespräche fortsetzen. Welchen Inhalts diese Gespräche sein werden, lässt sich mit ein wenig Fantasie leicht erahnen. In den Abendstunden des 21. April setzten sich die Protestdemonstrationen in den russischen Städten zur Unterstützung Nawalnys fort.
Die Teilnehmerzahl war erheblich geringer als bei den Protesten Anfang des Jahres. Die Organisatoren der nicht genehmigten Aktionen gaben 6.500 Teilnehmer für Moskau und 4.500 Teilnehmer für St. Petersburg an. In anderen russischen Städten schwanken die Teilnehmerzahlen zwischen 2 und 1.000. Der Kreml hat auf seiner Internetseite die Einkommenserklärung des russischen Präsidenten veröffentlicht. Im Jahre 2020 hat der russische Präsident Einnahmen von 10 Millionen Rubel erreicht. Dies ist ein klein wenig mehr als im Jahr zuvor, wo er 9,72 Millionen Rubel deklarierte. Im Vergleich zum Jahre 2018, wo Putin 18,7 Millionen Rubel deklarierte, ist dies allerdings ein Verarmungsprozess von fast 50%. Weiterhin nennt der russische Präsident eine Wohnung mit 77 Quadratmetern und eine Wohnung mit 153,7 Quadratmetern, eine Garage mit 18 Quadratmetern und zwei Fahrzeuge des Typs Gas M21, also ältere Volga-Fahrzeuge, sein eigen. In seiner Deklarierung führt der Präsident auch einen Geländewagen Niva auf. Wer die Deklarierungen des russischen Präsidenten in den letzten Jahren aufmerksam verfolgt, wird feststellen, dass er auch noch einen Anhänger Skif deklariert, was einen neugierigen Blogger natürlich zu der Frage provoziert, was der Präsident mit so einem Anhänger will. In der ehemaligen DDR hatte man ähnliche Anhänger, die als Klappfix oder volkstümlich auch Klaufix bezeichnet wurden.